Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ja, ihr seht den Hundestrand in Salenburg, ihr seht den Herrn Muck und ihr seht, dass es super, super früh am Morgen ist. Hintergrund ist ganz einfach, der Herr Muck ist leider in seinem Leben mehrfach von Hunden zusammengebissen worden. Das heißt, der hat tierische Angst vor anderen Hunden. Und ja, wir wollten ihm trotzdem die Nordsee, wir wollten ihm den Hundestrand in Salenburg zeigen. Da ist es normalerweise immer sehr voll. Ja, das wäre nichts für ihn gewesen. Von daher, auch im Alter kann man Unsinn machen, sind wir kurz nach drei aufgestanden, sind losgefahren und wussten ja schon so ungefähr jetzt im Herbst, so lang ist der Korridor gar nicht, den man hat. Also im Frühjahr kann ich losfahren und was weiß ich nicht, wenn ich um, 5 Uhr da bin, dann ist um 5 Uhr auch schon hell. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also die Bilder sind ungefähr so um 7 Uhr entstanden. Und da kamen natürlich dann auch schon die ersten anderen Hunde an den Strand. Man sieht das hier, guckt der Herr Muck, da kam nachher auch tatsächlich ein Windhund, den er aber weitestgehend ignoriert hat. Aber es ist natürlich, ja, man kann unendlich weit gucken. Und wenn man dann andere Hunde nicht mag, beziehungsweise die für einen angstbesetzt sind, also der Muck würde nie anderen Hunden was tun, dann ist das schwierig. Aber grundsätzlich muss man sagen, und man sieht das hier ja auch, wir haben ungefähr so 1,5 Stunden doch ziemlich für uns allein gehabt. Und da muss man auch sagen, ja, zu Anfang war es Herrn Muck gar nicht so geheuer, dass Nasse an den Pfoten, das mag er sowieso nicht so hundertprozentig und er hat wohl gedacht, wo führen die mich hin hier ins Wasser? Aber nachher, ja, hat er wieder richtig herumgetobt und das genossen und ja, ich bin absoluter Cuxhaven-Fan und der Hundestrand Salenburg, das ist meiner Meinung nach einer der schönsten überhaupt. Von daher, ja. Haben wir genossen, hat Herr Muck auch genossen. Hier sieht man mal, da kommt der erst an und denkt aber, ne, und dreht doch wieder ab, der Lütte. Also, ja, war ganz, ganz, ganz toll und hat super viel Spaß gemacht mit ihm. Ich zeig gleich nochmal so den Strand mit den Strandkörben. Es ist tatsächlich so, also wir hätten auch noch nicht mal einen Strandkorb gekriegt. Es ist noch immer alles belegt. Wenn, dann hätte man mit Muck auch nur irgendwie einen etwas entfernter stehenden Strandkorb nehmen können. Ja, nun die Hundedusche. Das ist was, was er gar nicht so gemocht hat, wobei ich sagen muss, also Luxus pur. Das war kein kaltes Wasser, kann man wirklich nicht sagen. Aber also Herrn Muck hat diese spezielle Reinigung gar nicht gefallen. Also alles andere, glaube ich, war okay, aber da abgeduscht zu werden, das war nun gar nichts für ihn. Nichtsdestotrotz, er hat wirklich noch ohne Ende Sand ins Auto gebracht. Aber ja, das gehört ja auch zu so einem Nordseetörn dazu. Und hier sieht man ihn dann auch schon im Auto liegen, schon wieder gut getrocknet, gut geschillt und für die nächste Schandtat hätte ich bald gesagt, bereit. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich sage ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Ciao.